Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute eine kleine Ausfahrt mit dem Levo SL von Thomas. Danke für die Leihgabe. Ich finde ja, das Bike, ich kenne das ja jetzt schon, aber ein super spaßiges Bike. Und ich freue mich ja immer, wenn ich verschiedene Räder fahren kann. Ich weiß nicht, ich glaube, Herr Thomas hat mich damit so ein bisschen angesteckt. Ja, die Michi ist heute zu Hause geblieben. Und ich dachte mir, komm, machen wir eine schnelle Runde Home Trails und ich nehme euch mit. Und ich würde euch gerne was vorstellen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und zwar hat es was zu tun mit Elektronik, ne? Und passend zum E-Bike. Aber wir machen jetzt kurz ein paar schnelle Abfahrten und dann zeige ich euch das Ganze. Ab geht's. So Leute, erste Abfahrt wieder. Ich habe irgendwo meine Handschuhe verlegt. Ne? Ich muss unbedingt vor dem Urlaub meine Handschuhe wiederfinden und suchen. Ich habe euch ja gesagt, ich wollte was erzählen. Und zwar normalerweise ist es so, dass ich zum Beispiel so Zeug irgendwie, was Marken einem einfach so schicken oder so, nehme ich meistens gar nicht an. Allerdings kam eine Firma auf mich zu, die bauen so, ja, wie soll man sagen, so Solarplatten für Rucksäcke und so. Hier meinen Rucksack habe ich ihn jetzt nicht dran geklatscht für heute, weil ich ja jetzt hier auf Trails fahre und falls ich mich hinlege, ist natürlich sofort am Arsch. Aber wenn man halt längere Touren fährt, ist das eine coole Sache. Und ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Auto, wo man dann mal auch irgendwie Bikestrips machen kann und so, ne? Oder eventuell ein Dachzelt oder eventuell beides. Das ist alles noch so ein bisschen auf der Kippe. Und da dachte ich, kann das eigentlich ganz gut gebrauchen. Und zwar Sunnybag. Ich gebe euch einen kleinen Zusammenschnitt aus den Sachen, die ich zu Hause gefilmt habe, weil ich halt ja heute die Sachen nicht mit auf dem Trail genommen habe. Aber ich habe das Ding heute mal ausgepackt, weil eigentlich gutes Wetter ist und ich euch das einfach mal zeigen wollte. Das heißt, ich kriege keine Kohle von denen oder so für das Produkt oder so. Die haben mir das geschickt und haben gesagt, hey, wenn du das cool findest, kannst du in den Videos verwenden. Und da wir ja so ein paar Bike-Trips vorhaben und halt demnächst hoffentlich dann auch nächtigen können irgendwo, fand ich das ganz geil, weil ich halt viel Equipment habe, Kameras, Handy und so weiter, dass man mit so einem kleinen, kompakten Solarpanel laden kann. Yes, ich zeige euch das in so einem kleinen Porn sozusagen, das kleine Zusammenschnitt. Dann, wenn das Video fertig ist, dann sehen wir uns auf der nächsten Abfahrt. Let's go! Weiter.
So Leute, ich bin hier an einem Spot, da fahre ich immer gerne mal vorbei. Leider, wenn es so trocken ist und Sommer und lange nicht regnet, ist hier eigentlich fast alles immer nur sandig. Aber ich fahre immer hier vorbei, weil ich hier angefangen habe damals. Und ja, deswegen schaue ich mir das immer gerne nochmal an. So. Und damals waren diese kleinen Kicker, die hier sind, ne, das war alles krass für mich, das war alles voll heftig. Ich fahre das jetzt gleich einmal ganz entspannt ab und dann geht es auch auf dem Weg nach Hause. Und ich möchte das Video mit einer Frage beenden. 150 mm Trailbike Levo SL. Das alte natürlich, ne? Also was heißt das alte? Vorgängermodell von dem neuesten jetzt, was gerade rausgekommen ist. Das kennt ihr ja auch schon jetzt aus einigen Testvideos. Was meint ihr? 150 mm Trailbike? Dafür dann kein Kenevo SL mehr? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich sage da erstmal nicht so viel jetzt zu, weil das Thema greife ich noch mal in ein paar anderen Videos auf demnächst. Und yes, lasst gerne ein Abo da, Leute. Und ja, wir sehen uns bald in den nächsten Videos. Ich rolle jetzt einmal die Strecke hier ab. Ich habe heute ja nur die One RS mit. Aber wer sich das im Auto angucken will, soll sich das gerne im Auto angucken. Bis dahin, macht gut. Ciao, ciao. We'll be right back.